Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf Blackjack Winner. In diesem Video möchten wir kurz unsere Statistiken des Monats Januar bei Basketballwetten durchgehen und auch ein paar heutige Tipps für die heutige NBA-Nacht abgeben. Der Januar, wie bei so vielen anscheinend, war nicht der erfolgreichste Monat und leider ist es bei uns genau das Gleiche. Wenn wir mal schauen, in der NBA hier 281 Wetten insgesamt gespielt, davon mit 56% eigentlich ungefähr im Schnitt der anderen Monate gewesen, aber im Vergleich zu Dezember und November, wo wir mit einem positiven Yield rausgegangen sind, war es ein Verlust von minus oder ein negativer Yield von minus 2,4%. Liest sich am Anfang gar nicht mal so schlimm, wie der Monat sich angefühlt hat. Allerdings muss man hier beachten, dass wir zwischendurch, ich glaube am 10., 11. Januar rum war es, bei 14 oder 15 Einheiten im Plus gewesen sind. Und dann ging es eigentlich rapide runter. Ein paar doofe Entscheidungen getroffen, die Einsätze nach oben korrigiert sozusagen, um diverse Verluste schnell auszugleichen und wieder in die Gewinnzone zu kommen. Hat nicht ganz so funktioniert. In dem Sinne ein herzliches Dankeschön an die Charlotte Hornets, mit denen ich echt den meisten Verlusten den Monat gehabt habe. Und ja, war wie gesagt nicht so der erfolgreichste Monat. Ich schaue auch gleich nochmal die NBA-Wetten im Einzelnen an. Im Damenbasketball bisher immer zweistelliger Plusbereich gewesen. Auch hier hat der Januar 2018 nicht den besten Effekt gehabt. 40 Wetten waren es insgesamt nur, gerade bei der DBBL gab es wenig zu spielen. Dementsprechend habe ich ein bisschen über den Tellerrand versucht zu schauen und die ein oder andere Idee/Strategie auf andere Ligen angewandt, wo ich mich nicht auskenne. Zum Beispiel Island, Finnland oder England ging anscheinend nicht gut, denn mit minus 11,7% ist das nicht das, was wir uns erhofft haben. Macht ein Gesamt-Yield-Ergebnis von minus 3,74 im Januar. Und auch wenn der Januar noch 2 Tage hat, ist eigentlich das Vorhaben, nicht mehr zu wetten. Bin gespannt, ob ich das umsetzen kann. Und dann geht es im Februar weiter. Nach insgesamt 1439 Wetten und einem positiven 6% im Dezember auf alle Wetten gesamt, sind wir jetzt beim Januar zwar insgesamt immer noch im Plus, aber nur noch bei knapp 4%. Auf die Basketballwetten, 281 Stück waren es insgesamt, stellt sich das wie folgt dar. Bei Spielen 141 gewettet, immerhin 62,4% richtig gehabt, bei einer Average-Quote von 1,74 und ein positiver Yield von 1,32. Spielerwetten, da wo ich am Dezember und Ende November eigentlich noch relativ begeistert gewesen bin, nur 50% richtig, bei einer Average-Quote von 1,78 und einem negativen Yield von 11%. Und das, was witzigerweise im Oktober, November und Dezember gar nicht funktioniert hat, es waren allerdings nur 21 Wetten, sind die Over-Underlines. Hier mit einer Quote von 1,71, die schwächste von den drei, knapp über 50% richtig und dadurch einen positiven Yield von 10% erwirtschaftet. Macht wie gesagt insgesamt ein Minus von 2,41. Bitte nicht wundern, die Einsatzhöhen variieren ein bisschen. Dementsprechend muss das hier nicht alles prozentual dann gleich auf sein. Ja, was sind die Ziele im Februar? Natürlich wieder Gewinn machen, richtig tippen, höhere Quoten, bisschen weg von den Spielerwetten, vielleicht nur noch bei wirklich gutem Gefühl und nicht einfach einfach drauf loswetten. Das sind so die Vorhaben. Kurze Werbung für unsere Facebook-Gruppen. Wir haben ja mittlerweile 2 ins Leben gerufen. Über 300 Mitglieder sind es in der Facebook-Gruppe der Wettvorhersagen. Hier wird der ein oder andere Tipp gepostet. Bisschen Aktivität, bisschen diskutiert und kommt doch zu. Ist eine öffentliche Gruppe bzw. eine geschlossene, wo jeder reinkommt. Also einfach anmelden und gut ist. Und wer die ganzen NBA-Tipps verfolgen möchte, darf bitte hier joinen, bit.ly/nba-group. Hierfür kommt jeder im Februar 2 Wochen rein. Danach kostet es auch nicht. Das Einzige, was wir uns wünschen würden, dass ihr euch über einen unserer Partnerlinks, die in der Gruppe gepostet werden, anmeldet.
Was war das denn hier für eine Nacht gestern? Blake Griffin wurde getradet zu den Detroit Pistons. Ich kann es noch nicht ganz nachvollziehen. Warum? Denn Griffin hat einen 5-Jahres-Vertrag am Anfang der Saison für LA unterschrieben. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass der jetzt so viel Lust hat, in Detroit seine Leistung zu bringen. Also klar ist er Profi, klar verdient er seine 170 Millionen oder was auch immer. Aber Detroit, bei allem Respekt, ist wahrscheinlich nicht ganz so attraktiv wie LA. Und ich bin mir nicht sicher, ob das so klug ist, dass die Clippers ihr Gesicht einfach mal so für Tobias Harris und Co. abgeben. Aber die Zukunft wird es zeigen. Ganz spannend bei diesem Spiel, also ich habe mir heute drei Spiele rausgesucht, die ich, ja, ich weiß nicht, eigentlich wollte ich ja im Januar nicht mehr tippen und ich werde es höchstwahrscheinlich auch sein lassen. Aber wenn ich was heute tippe, dann auf diese drei Spiele. Man sieht hier die Blazers gegen die Clippers. Hier auf den Screenshot habe ich aus ESPN kopiert. Die Line war bei minus 2,5. Vor dem Trade, seit dem Trade hat sich ein bisschen was geändert. Mittlerweile ist Portland, glaube ich, auch statistisch von den Quoten der Favorit. Ich habe jetzt bisher Quoten auf Blazers bei 1,7 gefunden. Ich denke, man kann dieses Spiel anspielen mit Spreads auf die Blazers minus 2 bis minus 5 und sollte da doch eine ganz attraktive Quote bekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Clippers heute eine gefestigte und stabile Leistung bringen werden und denke, das werden die Portland Trail Blazers ausnutzen. Auch ohne Griffin hat LA das ein oder andere Highscoring-Game hingelegt. Allerdings dürfte der Schock auch für die Teamkameraden zu groß sein. Deshalb ist ein heißer Tipp under 221 Punkte. Das ist die offizielle Line. Das zweite Spiel sind die Denver Nuggets bei den San Antonio Spurs. Denver gestern quasi in den letzten Sekunden gegen Boston verloren. Heute geht es dann schon gleich weiter gegen San Antonio. Die sind ausgeruht, die haben einen souveränen Heimsieg gegen die Kings hingelegt und die werden jetzt alles dafür tun, dass auch wieder ein souveräner Sieg gegen die Nuggets rausspringt. Die Spurs an sich mit einer Quote von 1,4 ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt dafür, dass ich die 100% vorne sehe. Trotzdem ist das für Einzelwettenspieler nicht die interessanteste Quote. Bei minus 3 wird es schon spannend. Ich sehe auch die Möglichkeit, dass sie mit knapp 10 Punkten gewinnen. Die Line von minus 6,5 finde ich absolut anspielbar. Sucht euch da was aus, wenn ihr das Spiel spielen wollt. Aber hier sehe ich eine ganz klare Tippempfehlung auf die Spurs. Unter 200 Punkte ist auch eine Möglichkeit. San Antonio wird wird die Defense-Schlacht eher suchen. Die Nuggets dürften müde sein von gestern. Das heißt, ich würde denken, San Antonio gewinnt 96 zu 81. Ist aber sehr fraglich, immer wenn man unter 200 Punkte setzt, aus meiner Sicht. Daher habe ich das auch mal ein bisschen rot hier markiert. Bin mir da nicht ganz sicher. Sicherer bin ich mir aber, dass die Raptors gegen die Timberwolves gewinnen. Timberwolves, starke Truppe, immer noch Vierter im Westen, die Raptors Zweiter im Osten. Timberwolves machen nicht immer den besten Eindruck gegen andere Top-Mannschaften und Toronto nach der ein oder anderen Formschwäche der letzten Wochen wieder back on track. Sehr, sehr souveräner Sieg gegen die Lakers, auch in der Schlussphase, da nichts mehr anbrennen lassen und die werden auch heute gegen Minnesota, die Back-to-Back sind, ausgeruhter sein und daher das Spiel in der ersten Halbzeit entscheiden. Quote auch 1,4, demnach für mich interessant, weil ich die genauso wie die Spurs zu 99,5% vorne sehe und ein Spread von 3 bis 7, offizielle Line, witzigerweise genauso wie bei San Antonio, minus 6,5, auf jeden Fall anspielbar, gibt ja in der Regel je nach Wettanbieter eine Quote von 1,9. Sollte man mitnehmen, genauso under 218 Gesamtpunkte sehe ich Value und warum sollte man das nicht anspielen? Das war's schon wieder mit dem nächsten Video. Ihr wollt alle Videos zu Sportwetten rund um Basketball, Fußball sofort informiert werden, wenn auf unserem Kanal ein neues kommt. Das geht ganz einfach. Den Abonnement-Button drücken. Und dann sehen und hören wir uns wieder beim nächsten Mal.
Danke fürs Zuschauen.